Moin liebe Sportfreunde, ich sitze hier auf dem Deich in Otterndorf und zwar bin ich beim Otterndorf Triathlon, der 32. Ausgabe. Für mich persönlich ist es der erste Start und dieses Jahr gibt es das erste Mal eine olympische Distanz, die läuft auch schon im Hintergrund. Ich gehe nur über die Sprintdistanz an den Start, weil ich in zwei Wochen ja wieder in Hamburg eine olympische machen will und das reicht mir dann heute. Quasi Heimtriathlon für mich, also direkt um die Ecke und dazu noch richtig günstig. Ich zahle jetzt für die Sprintdistanz inklusive Tageslizenz 20 Euro, das ist echt ein Witz. Die Distanzen sind, also die Schwimmdistanzen sind ein bisschen kürzer, es sind nur 300 Meter Schwimmen, aber dafür glaube ich 20,5 Radfahren oder 5,5 Laufen oder so. Ist ja auch Wurst, dabei sein ist alles. Ja, ich habe euch eben schon mal so ein bisschen den Start und den ersten Wechsel im Wasser, also nicht den Wechsel im Wasser, sondern die zweite Runde der olympischen Distanz aufgenommen und den Teil vom Radwechsel. Beim Rennen, das werde ich natürlich nicht filmen, da muss ich mich voll und ganz auf mich selbst konzentrieren. Und dann gucken wir mal, ob ich hinterher vielleicht noch von dem zweiten Start, wenn ich gehe in den ersten an Start, noch ein paar Bilder einfangen kann. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, der Triathlon ist wirklich günstig und gut durchorganisiert. Man kann sich online anmelden. Über Facebook gibt es viele Infos, wo man noch einen schnellen Draht zu dem Veranstalter hatte. Da wurden kurz vor dem Start noch Startplätze getauscht und so. Also das funktioniert alles. 450 Starter sind gemeldet, damit ist das erste Mal ausverkauft. Über die olympische Distanz gehen 50 Starter an den Start. Und bei der Volksdistanz sind es, glaube ich, 350 Einzelstarter und der Rest Staffeln. Ja, Startnummernausgabe hat alles reibungslos funktioniert. Starterbeutel oder sowas gibt es nicht, es soll aber eine Medaille geben. Eben habt ihr vielleicht schon gesehen, es sind noch lange Schlangen beim Radcheck-In. Ich war persönlich, war heute mal wirklich pünktlich da und habe mir gleich einen guten Startplatz oder für mich wahrscheinlich durchs Denken einen guten Platz für mein Rad aussuchen können. Es sind also keine nummerierten Plätze vergeben. Es gibt so Holzständer und da kann man sich selbst was aussuchen. Ich glaube, ich habe einen strategisch ganz günstigen Platz erwischt. Schauen wir mal, was der Rennverlauf so bringt. Wassertemperatur kann ich nichts zu sagen. Vor 4 Tagen waren es noch 21 Grad. Wie ihr vielleicht hört, ist es heute aber sehr windig. Sieht auch nach Regen aus. Wir hatten vorhin 14 Grad Lufttemperatur und ich habe mich jetzt entschieden, obwohl es nur 300 Meter sind, trotzdem Neo zu schwimmen. Erstmal, weil ich einen neuen Neo habe und den mal ausprobieren will. Und außerdem habe ich einfach keinen Bock auf Frieren. Und Zeit ist, ich will jetzt nicht sagen, zweitrangig heute. Aber naja, wenn es auf die Wechselzeit am Ende ankommt, dann war das eben so. Ja, ich würde sagen, wir hören uns nach dem Rennen wieder und dann schauen wir mal, wie es war. Tschüss. Und wir bitten dann um den Start. Und wie es in Otterndorf üblich ist, bitte mithelfen. Achtung, 5, 4, 3, 2, 1. Erstmalig Punkt 10 Uhr gestartet die olympische Distanz beim Triathlon in Otterndorf. Erstmalig, meine Damen und Herren, können wir hier auch von dieser Stelle die Wechselzeiten dann angeben und das können Sie dann hier auch genau verfolgen, wer vielleicht am besten dann gewechselt hat. Die erste Dame, Antje Schmidt-Selbenich, ist da in 22,49. Dicht auf in 23,02, Annabel Nowitzki. Im Moment auf Platz 2 bei den Damen. Frank Hübner in 1,34.
Marco Kölk hat Platz 42 gedraubt. So, ich bin durch. Lief ganz gut bei mir persönlich. Schwimmen 300 Meter durch den See. Das war, naja, mehr laufen, weil die anhaltende Trockenheit hat den See sehr ausgetrocknet. Also man konnte fast durchgängig den Boden berühren. Teilweise war man ein bisschen Bauch im Wasser. Gut, für mich als schlechten Schwimmer war das jetzt nicht unbedingt verkehrt. Schwimmen lief gut. Was ein bisschen Nachteil war, der Transponder konnte leider nicht durch den Neo erkannt werden von den Matten. Deswegen mussten wir den über den Neo machen. Hat mich beim Umkleiden ein paar Sekunden gekostet und mich ein bisschen geärgert, aber na gut. Kommt es am Ende auch nicht drauf an. Die Radstrecke sehr cool, also schön zu fahren. War anspruchsvoll, viele Gangwechsel drin, aber wirklich ja, abwechslungsreich. Man konnte ein bisschen was sehen, das ist nicht so, als wenn man stupide irgendwo im Kreis fährt. Und auch die Laufstrecke war super, erst durchs Ferienhausgebiet, dann über den Deich, am Meer lang. Also es war wirklich super. Die Organisation auch top. Hinterher gab es noch eine Medaille. Finnischer Verpflegung, allerdings kein Finnischer Bier. Also wenn ihr da, lieber TSV Otterndorf, wenn ihr da nochmal einen Sponsor an Land ziehen könnt, so ein Finnischer Bier hinterm Triathlon ist natürlich immer das Geilste. Ja, ansonsten war wirklich alles super. Kleiner Tipp vielleicht noch, Startbeutelabgabe wäre noch geil. Aber ansonsten wirklich eine super Veranstaltung, sehr familiär. Wie gesagt, schweinegünstig. Behalte das gerne so bei. Ideal geeignet für jeden, der sich mal an Triathlon rantrauen will, gerade weil es halt nur 300 Meter sind zu schwimmen und das Schwimmen ja für die meisten so die erste Hürde ist, die man hat, weil Laufen, Fahrradfahren kann ja eigentlich jeder. Man hat bei den Fahrrädern fast alles gesehen, bis aufs Klapprad. Also wirklich super Veranstaltung. Ich bin gerne nächstes Jahr wieder hier. Bis bald.